Hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, Dir Tag. Bei diesem wunderschönen Wetter heute bin ich zu Gast im Skigebiet Gageln. Ganz genau befinde ich mich jetzt auf 2130 Meter Höhe und hier im Schaufberghüsli treffe ich mich jetzt mit dem Marketingleiter Gregor Kreuzer. Gregor, heute habe ich mir ja einen wunderschönen Tag ausgesucht für meinen Ausflug hier nach Gageln. Hinter uns, man sieht es, das Wahrzeichen der Matrise. Ein traumhaftes Wetter, eine tolle Kulisse hier oben. Ja, das stimmt, Bianca. Das haben wir natürlich extra für dich arrangiert, dass heute das Wetter so toll ist. Also sind wir auch wirklich froh drum. Auch noch um den bisschen Neuschnee, den wir übers Wochenende bekommen haben. Von dem her ist heute echt ein Traumtag. Und die Kulisse hier ist ja ganz etwas Besonderes und das zeichnet Gageln, glaube ich, auch aus. Ja, das stimmt. Also Gageln, vor allem das Schaufbergplateau, wo wir jetzt hier sind, am Schaufberghüsli, ist wirklich was Besonderes, weil man hat wie in so einer Arena, hat man alpine Berge und kann trotzdem auch auf leichten Pisten gut Skifahren. Gutes Stichwort, man kann gut Skifahren. Ich werde mir die Skipisten natürlich später noch anschauen. Bleiben wir aber kurz beim Schaufberghüsli. Hier finden ja immer tolle Events statt, wie zum Beispiel heute Morgen das Bergfrühstück. Ja, das haben wir jeden Dienstag im Winter. Das ist natürlich ein Highlight von uns mit regionalen Produkten. Für die Kinder natürlich der Schokobrunnen ist immer ganz wichtig. Aber ansonsten so Sachen wie der Brösel, Surer Käse, das kann man alles in der Früh verköstigen, damit man gestärkt ist für den Skitag. Das Frühstück gibt es also jeden Dienstag hier, aber was sind denn sonst noch solche Highlights in dieser Saison? Also von den Events her ist es natürlich unsere Ramsky Trophy am 7. März. Ist ein Skibergsteigrennen inklusive Klettersteig, wobei wir natürlich auch eine verkürzte Strecke haben, wo auch, sagen wir mal, Hobbyläufer mitgehen können. Und Ende der Saison ist auch ein kleines Highlight, da haben wir den sogenannten Water Attack. Da müssen die Skifahrer und Snowboarder über einen Wasserpool an der Talstation sliden und danach gibt es natürlich eine riesen Party und das ist, glaube ich, für jeden wirklich eine tolle Sache. Klingt spannend, Gregor. Ich glaube, wir bekommen jetzt noch was zu essen. Einmal die Rolle Knödel mit Sauerkraut. Ja, das ist bei mir. Danke, Richie. Spaghetti Olivia. Danke. Ich wünsche euch einen guten Abend. Danke. Ja, Gregor, ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken, oder? Ja, Mahlzeit, Bianca. Dankeschön. Ja, nach dem Essen werde ich auf die Piste gehen. Hast du mir noch einen Tipp? Ja, da habe ich natürlich schon einen Tipp für dich. Und zwar empfehle ich dir, dass du ins Täli fährst. Das ist auch eine Talabfahrt von uns. Und das Besondere ist daran, das Panorama. Man fühlt sich echt wie im freien Skiraum. Man sieht keine Liftstütze, nichts. Und hat trotzdem eine super präparierte Piste. Das werde ich natürlich machen. Liebe Zuseher, bei Ihnen geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Und im Anschluss melde ich mich wieder vom Täli. Mahlzeit. Mahlzeit. In den kommenden 5 Jahren soll die Vogevosi 2500 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen errichten. Dies ist das Ziel der Landesregierung. Für dieses Jahr hat die Vogevosi ein Investitionsprogramm in Gesamthöhe von fast 27 Millionen Euro beschlossen und 28 Wohnanlagen im Bau oder in Planung, 18 davon in Kleingemeinden. Es gelingt immer mehr, dieses Angebot an gemeinnützigen Wohnungen flächendeckend zu verbessern und damit vor allem auch im ländlichen Raum ein entsprechendes Wohnungsangebot zu schaffen, das vor allem für Familien von wesentlicher Bedeutung ist. Ja, ich starte hier nun meine Abfahrt, die Abfahrt Täli. Mein Kollege Matthias Casarola unterhält sich in der Zwischenzeit mit dem Geschäftsführer Thomas Lerch in der Talstation. Ich übergebe jetzt also an Matthias Casarola. Wir sehen uns später wieder. Tschüss! Hallo Herr Lerch, wir sind heute im Skigebiet Gageln. Sie sind der Geschäftsführer von Gageln. Man kann sagen, die Pisten sind wirklich in einem Top-Zustand. Ja, ich denke, wir haben gute Pistenverhältnisse. Es sind alle Lifte in Betrieb. Eine super Schneeunterlage durch die Beschneiung natürlich. Talabfahrt geöffnet, eigentlich seit Beginn der Saison. Da sind wir zufrieden, haben ein gutes Angebot und das Wetter passt auch. Ich glaube, aufs Wochenende kommt noch einmal ein bisschen Schnee dazu. Also, voller Betrieb und
sind bestens gerüstet für unsere Gäste. Was gehört denn eigentlich alles dazu, dass solche Pisten für die Gäste geschaffen werden können? Ja, da gehören die Hausaufgaben dazu, die müssen wir natürlich über den Herbst und über den Sommer hin schon machen, dass die Schneeanlage bereit ist, dass wenn die Temperaturen stimmen, auf Knopfdruck die ganze Anlage aktiviert werden kann. Und da braucht man gut die Mannschaft, die Erfahrung hat und speziell heuer, wo es so schwierig war im Herbst, viel im Grenztemperaturbereich zu schneien, da braucht man gute Mannschaft. Und wenn man dann den Schnee produziert hat, dann braucht es gute Pistengerätefahrer, die wissen, wo den Schnee einzubauen. So ein Pistenbau, das ist auch nicht so einfach. Das ist also längst nicht nur mit dem Gerät da drüber fahren und planieren, sondern da muss man wirklich mit Hirn arbeiten, weil die Unterlage muss ja reichen bis Ostern. Wir stehen jetzt ja hier direkt an der Talabfahrt. Hier erwartet die Gäste auch einen Schirm. Etwas Besonderes für die Gäste, nehme ich an. Ja, ich denke, das gehört dazu. Einkehrschwung, das ist einer der wichtigsten Schwünge, gehört auch zum Skitag dazu. Bei uns hier am Ende des Skitages an der Talstation, was auch Sinn macht, dass wir die Gäste nicht mit Alkohol auf der Piste haben. Und drum da jetzt der Schirm, glaube ich, mit den Liegestühlen da bei dem Wetter natürlich super. Dahinter noch ein Imbiss dazu, den wir heuer neu gemacht haben. Kann man noch ein bisschen was, eine Kleinigkeit, einen Snack dazu essen. Und ich denke, das ist eine schöne Abrundung zum Skitag. Gargellen ist ja ein Hotspot in Vorarlberg, auch für die Skitourengeher. Du hast selber auch Erfahrung im Skitourengehen. Was macht Gargellen so besonders? Ja, ich denke, Gargellen, das ist einmal die Höhe natürlich und zum anderen der Talabschluss, wenn man da hereinfährt schon. Man fährt sozusagen in den Winter. Und wir haben natürlich mit dem Vergaldental, mit dem Falzifenztal, aber auch mit der naheliegenden Schweiz, da im Grenzbereich, Richtung Schlappin, Richtung Klosters, schöne Tourengebiete, die man natürlich, was man wissen muss, bei so kritischem Schneeaufbau sich informieren soll, bitte. An die Gäste, ein Appell an die Gäste, die hier zu uns kommen, aber dann kann man auch hier schöne Tourenerlebnisse genießen. Vielen Dank, Thomas, für die ganzen Informationen. Und für uns, liebe Zuseher, geht es jetzt weiter mit dem Sport. Pech für Snowboardcrosser Michael Hämmerle. Der Montafoner zog in der internen Quali für die WM am Kreisberg gegen den Tiroler Julian Lüftner den Kürzeren. Somit starten mit Markus Scheirer und Alessandro Hämmerle sowie Susi Moll insgesamt 3 Vorarlberger Sportler in die Qualifikation am Donnerstag. Das war's vom Sport und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. 16-jähriger Schüler klagt am Mittwoch vor Gericht die Republik Österreich auf 21.000 Euro Schadenersatz, weil er sich im Bundesgymnasium Gallus in Bregenz als Mobbingopfer gefühlt habe. Vorarlberger Gewerbe und Handwerk weiter besser als der Österreich-Schnitt. Und in Vorarlberg sind in den vergangenen Tagen wieder mehrere Fälle von Neffen-Enkel-Trickbetrügereien bekannt geworden, die jedoch allesamt beim Versuch geblieben sind. Ein wunderschöner Skitag in Gargellen neigt sich für mich langsam aber sicher dem Ende zu. Traumhafte Pisten, tolle Schneeverhältnisse. Wie Sie sehen, man kann direkt bis ins Tal hinunterfahren. Ja, das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 1 und 11 Grad. Der Wind weht mit 14 km/h aus Süd-Südosten. Morgen ist es die meiste Zeit stark bewölkt, nur zwischendurch sind auch einmal Sonnenfenster möglich. Vor allem zu Tagesbeginn nach Süden zu und dann wieder gegen Abend. Zeitweise gibt es etwas Regen oder Schnee, wobei die Schneefallgrenze von 1300 bis auf 800 Meter sinkt. In manchen Kaltluftbecken ist in den ersten Tagesstunden gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Der Donnerstag verläuft trocken und in höheren Lagen weht ein lebhafter Föhn. Ausgedehnte Wolkenfelder über den Gipfeln drängen die Sonne meist in den Hintergrund. Auf den Bergen ist es mild. Der Freitag startet noch föhnig, mild und sonnig. Im Tagesverlauf trübt es allerdings ein. Und am Samstag regnet es leicht bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad.